Ein Hammerhai verfolgt ein Paddleboard. Jedem ungeübten Stand-up-Paddler würde das Blut in den Adern gefrieren. Doch Melena Tribble aus Fort Lauderdale behält die Nerven. Aufgenommen wurde das Video bei einem Langstreckenpaddelwettbewerb, bei dem die Teilnehmer 320 Kilometer über den Golfstrom paddeln. Das Team von Malaya hatte die halbe Strecke bereits hinter sich, als ein Hammerhai auftaucht. Ihr Mann ist der Erste, der die Flosse hinter dem Board bemerkt. Ruhig gibt er Anweisungen und geleitet seine Frau sicher zum Boot. Geschafft. Die Veranstalter haben das Video als gutes Beispiel veröffentlicht, wie man mit solchen Begegnungen umgehen sollte. Die beiden Eheleute sind erfahrene Paddler und offizielle Mentoren des Mega-Paddle-Events. Ob auch ein Amateurpaddler in dieser Situation die Nerven behalten würde, schwer vorzustellen. I think it's. Well, I don't think he's gone, but I think he went that way. Here, let me stand up on.